Herzlich willkommen zu einer neuen Spielevorstellung. Hier haben wir einmal Nightfall Kingdom Frontier. Das Spiel ähnelt einem Steam-Spiel, was es schon seit über einem Jahr mittlerweile im Early Access gibt, Thronefall, sehr stark und ist hier im Prinzip in meinen Augen eigentlich eine sehr gute mobile Variante davon. Was das Spiel so mit sich führt und was es beinhaltet und was ihr darin erwarten könnt, ob es was für euch ist, möchte ich euch hier in diesem Video zeigen. Wir sind jetzt in einem, im Prinzip sind alle Runden gleich aufgebaut. Wir fangen dann eine neue Karte an, in der wir hier im Vorfeld unseren Helden auswählen mit den Fähigkeiten. In den späteren Phasen können wir durch einen Zauberer ein Upgrade an der Stelle bekommen. Und dann heißt es, wir bauen unsere Basis auf. So, das heißt, wir haben 11 Gold, das heißt 8 davon. Und wir gehen erstmal volle Kanne auf die Ressourcen. Denn die ersten Gegner sind in der Regel noch recht einfach. Wenn wir dann soweit fertig sind mit unseren Vorbereitungen, sagen wir, der Kampf geht los, es bricht die Nacht an. Und jetzt heißt es, wir müssen die Gegner besiegen. Ich habe jetzt auch festgestellt, dass ich nicht den Bogen wie sonst auch immer habe, sondern hier eine andere Fähigkeit, mit der ich noch nicht so, wo ich noch gar nicht weiß, was die eigentlich macht. Jetzt sehe ich es. Dementsprechend muss ich gucken, dass ich das soweit hier hinbekomme. Jeder Held hat auch seine besonderen Fähigkeiten. Jede Waffe ist in dem Sinne einzigartig, kann man so sagen. Und man kriegt dann zum einen einfach für den Kampf Ressourcen und dann für jedes Gebäude, was Ressourcen produziert und stehen bleibt. Das heißt, würden jetzt Gebäude zerstört werden, dann würden wir dafür kein Geld bekommen. Zumindest die, die was produzieren. So, was haben wir hier? Wir werten jetzt unser Schloss auf, damit wir mehr Sachen bauen können und haben dann hier die nächsten Upgrade-Möglichkeiten, können wir schon so sagen. Und ich gehe erstmal wieder auf Ressourcen, bevor wir hier uns weiter in Verteidigung, weil theoretisch bin ich stark genug, auch diese Welle so zu schaffen. Der Vorteil bei dem Helden ist auch, dass der mit dem Kampfbeginn noch drei Bogenschützen produziert. Ja, die wir greifen jetzt das an, das ist jetzt nicht so gut. Konnte ich wenigstens sein. Also theoretisch hätten wir hier 4 Gold kriegen müssen. Gut. Jetzt wird es gleich rot angezeigt, genau. Das heißt, da gab es dann ein weniger. Und jetzt wird es dann an der Stelle spannend, würde ich sagen. Wir bauen Bogenschützen. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar Türme. Was haben wir da? Wir haben... Na, wobei, so viele Fliegende haben wir nicht, aber... die bräuchten wir, glaube ich, noch. Und zu guter Letzt bauen wir noch. Es gibt hier verschiedene Strategien, wie man halt zum Ziel kommen kann, ob man Gold spart. Also sparen sollte man es nicht, man sollte es auf jeden Fall ausgeben, zumindest wenn nicht gerade in irgendwelche Gebäude, die keine Ressourcen produzieren, denn darin. Und ansonsten heißt das durchhalten. Die Gebäude werden auch immer hier wieder aufgebaut, man muss sie reparieren oder so, das heißt einfach die Nacht überstehen und dann ist es im Prinzip schon erledigt.
So. Da haben wir unsere Schützen und wir haben das gut überstanden und jetzt kriegen wir wieder viel Gold. Sehr schön. So, jetzt nutzen wir hier die Gelegenheit, unsere kleinen Gebäude aufzuwerten, um halt noch mehr Geld zu bekommen. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ja, das bauen wir noch hoch. Ich würde einfach noch hier einen draufsetzen. Das Design der Gebäude bzw. auch der Einheiten ändert sich auch mit dem Helden. Der Held bestimmt in dem Sinne dann die Nationalität, aber das hat keinen Einfluss auf die auf die Werte, auf die Fähigkeiten in dem Sinne der Einheiten. Es ist einfach nur fürs Aussehen. Ebenso hat das Reittier diverse Fähigkeiten und... Okay, das ist gut. Sehr gut überstanden. Da kommen auf jeden Fall ein paar. Wir haben 24. 24 heißt, man könnte jetzt noch mal aufwerten. Ich glaube, das machen wir auch. Ja. Kinder auf. Na, wobei, sehr viel mehr werden wir da auch nicht jetzt von bekommen. Das heißt, ich würde das einfach. Na, schwierig. Wir haben ja hier ein paar Bogenschützen. Aber. Na doch. So, das heißt... Ja. Und dann... ein Turm-Upgrade. So, wir können nämlich auch sagen, wir nehmen einfach uns ein paar Einheiten mit und positionieren die irgendwo für den nächsten Kampf. Wobei, wenn der Kampf vorbei ist, dann wandern die Einheiten immer wieder zurück an ihren ursprünglichen Platz. So, und dann versuchen wir es einfach mal. Mal gucken, wo die Einheiten zuerst kommen. Ganz unten. Oh. Na, okay, trotzdem ganz gut. Wird noch gekämpft, aber nein, wir haben es auch hier geschafft. Die Wellen, wie man sieht, werden immer stärker, es wird immer schwieriger. Und jetzt werten wir das Ganze noch immer auf, das ist dann die Höhestufe. Und dann heißt es jetzt, Mauern zu errichten. Gut, was wir hier alles an... Na, machen wir Türme. Die Mauern kommen dann danach. So, wir haben auf jeden Fall ganz unten die guten Einheiten. Ich hoffe, weil wenn man zu weit von den Truppen entfernt ist, beziehungsweise glaube ich, die Truppen zu weiten Weg zu den Gegnern haben, dann laufen die noch nicht los.
Ja, so sieht es dann schon besser aus. Ja. Ich werde dann einfach mal in die 10. Runde gleich springen, damit ihr mal seht, wie das dann da aussieht. Einfach damit ihr einen kleinen Einblick bekommt, wie nachher am Ende so eine Basis aussehen kann, beziehungsweise wie das Ganze so am Ende nachher aussieht. Ja, jetzt sind wir in der Runde 10. Wir nähern uns dem finalen Kampf. Oder der Welle 10. Und ich habe hier ein paar Ballisten, die eine ziemlich hohe Reichweite haben. Aber ich muss auch aufpassen, weil hier gibt es jetzt bald Goblins, die ganz schön viel Schaden verursachen können. So, das ist auch jetzt, ja, wenn man tot ist, wird man übrigens wiederbelebt, wie man hier schon sieht. Ich muss auf jeden Fall die Katapulte wegkriegen. Das wird jetzt ganz schön heftig. Na, jetzt durch die Spezialfähigkeit haben wir es dann doch geschafft. Ja, das ist übrigens jetzt ein Teil des Events, wo man hier gegen, ja, um Belohnung freizuschalten, kann man dann hier verschiedene Extrakarten durchspielen. Es gibt natürlich auch hier eine Kampagne mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden und da kann man dann unter anderem ja, Kampagnensterne freischalten, die dann wiederum es ermöglichen, hier seine Basis durch andere Upgrades zu erweitern. Da gibt es dann einiges an Möglichkeiten. Wir haben ja auch einen Idle-Vorgang, wodurch wir an der Stelle sagen, okay, wir spielen 2 Stunden nicht und sammeln ein paar Ressourcen. Wir haben haufenweise Quests. Und auch andere Sachen, um an Ressourcen zu kommen. Wir haben Shops, wo wir die Möglichkeit haben, an Verbesserungen zu kommen. Da holen wir uns einfach mal 2. Und gucken mal die Ground, oder sogar eine höherwertige. Und wir haben dann hier die Möglichkeit, Ausrüstung zu erhalten. Was wir da so Schönes bekommen. Oder auch hier höherwertige. Jetzt habe ich sogar die Möglichkeit, ein episches zu bekommen. Den Firelord. Genau, hier haben wir die Karten. Da können wir dann verschiedene einsetzen und die dann dementsprechend auch hochleveln. Gucken, Muddy Ground. Was macht das? Den Bewegungs... der Gegner einschränken ist eigentlich nicht verkehrt. Jetzt muss ich mal schauen, was hier besser ist. Ja, das ersetzen wir mal. Und was haben wir noch? Ja, das ist mal das Wichtige. Und dann haben wir hier unser Equipment, wo wir verschiedene Reittiere und verschiedene andere Sachen hinzufügen oder ändern können. Wir nehmen jetzt hier zum Beispiel mal den Firelord. Wir nehmen den mal noch ein bisschen hoch. Das Hochleveln gilt übrigens für die Waffe an sich. Das heißt, jede weitere Waffe ist dann ebenfalls hochgelevelt, wenn man sie ausrüstet. Genau, hier haben wir eine Aura für die Truppen ringsherum. Und
Waffen. Ich habe ja gerade hier quasi diesen Meteorstein als Waffe gehabt. Nehmen wir mal als Beispiel ja, nehmen wir mal die Lightning Lance. Ne, wir nehmen den Bogen. Den Bogen finde ich auch immer ganz gut. Artefakt bietet halt zusätzliche Fähigkeiten. Und hier haben wir dann Mount, was dann auch verschiedene Fähigkeiten mit sich bringt, je nachdem, was man gerade am besten macht. Da bleibe ich aber bei dem Käfer. Ja, und dann halt verschiedene Helden, die ebenfalls verschiedene Fähigkeiten haben. Und je höher die Seltenheit, desto besser ist die Fähigkeit. Also desto mehr Fähigkeiten hat man, so rum. Genau. Wir machen dann einfach mal ja, ein kleines Beispiel, wie jetzt zum Beispiel das mit dem neuen Helden dann aussieht. Und ja, machen wir das. Das ist ein höherer Schwierigkeitsgrad. Und hier gibt es zum Beispiel dann keinen von den, ja, keinen Zauberer, der mir jetzt schon einen Vorteil gibt. Das hat man in den späteren Kämpfen. Aber ich dachte eigentlich, dass die Gebäude sich verändern. Zumindest hatte ich das den Eindruck bei dem als ich von dem normalen Helden zu der Waldelfin gegangen bin, aber das waren dann anscheinend nur diese besonderen Truppen, die sie hatte. Das heißt, hier verändert sich nichts, aber nichtsdestotrotz gibt es trotzdem Skins, die man noch ja, erwerben kann. Da gucken wir mal gleich. Wobei, das Spiel ist auch noch in der Entwicklung, also da wird hier auch, denke ich, definitiv noch viel kommen. Und je weiter man in Level noch kämpft, desto mehr Wellen erscheinen auch. Das heißt, es wird dann tatsächlich immer schwieriger. Der Bogen, finde ich, ist wirklich relativ einfach, da bis zu 3 Gegner gleichzeitig angegriffen werden können aus der Entfernung und dadurch das Ganze wirklich sehr schnell erledigt werden kann. So, aber mir fehlt hier, ich habe keine Bogenschützen, stimmt, die kommen dann erst später. Aber nicht schlimm. Dadurch, dass ich den Helden halt schon sehr hochgelevelt habe, ist das natürlich auch nicht ganz so schwierig hier. Aber selbst mit am Anfang ist das ja auch relativ einfach. Der Schwierigkeitsgrad steigt dann halt mit den höheren Wellen und den ja, stärker werdenden Gegnern und der mehr taktischen Möglichkeit der Platzierung von Gebäuden und des Upgradens, also des Ressourcenmanagements mit dem Gold. Wir werden mal wieder vorspulen bis zur Welle 8. So, kommen wir zur 8. Welle dieser Mission. Ja, sehr viele Optionen haben wir ja nicht, haufenweise Türme, man könnte noch Türme erweitern, aber ja, das habe ich jetzt hier nicht gemacht, sondern einfach nur auf Masse gesetzt. Ja, kommen wir zum Fazit meiner Meinung oder meiner persönlichen Einschätzung. Das Ding ist, als ich Phonefall auf Steam entdeckt hatte, hat es mir schon sehr gefallen. Und da kann ich sagen, ich kannte noch kein Spiel, wo man so ja, an der Stelle Gebäude aufbauen musste, um dann an der Stelle Wellen zu überstehen. Man kennt diese Zombie-Survival-Spiele, wo man an sich im Real-Time-Strategy, also RTS-Bereich, was aufbaut und Sachen hin und her bewegt, aber man ist da ein bisschen flexibler, was die ja, Platzierung der Gebäude betrifft und auch hier hat man halt aufgrund der Strategie wirklich vorgefertigte Bereiche, wo man was platzieren kann und muss dann halt, ja, man kann nicht warten, um genügend Ressourcen zu haben, um dann was aufzubauen, sondern man muss mit den Ressourcen, die man hat, ja, den bestmöglichen Weg und
die Strategie finden, um diese Mission, diese Welle zu überstehen. Und das finde ich ist sehr cool gemacht. Auch so mit dem, man kämpft noch ein bisschen selber und nicht nur, man hat noch einen Helden, den man quasi umher bewegt. Das ist halt wirklich, eine coole Sache. Und dadurch hat man halt einen sehr schönen taktischen Aspekt bei dem Ganzen. Man muss dann an der Stelle, wie gesagt, entscheiden, was ist wichtiger, Geld oder Verteidigung. Ist der Held stark genug, um dann halt die Kämpfe zu überstehen? Und ja, ich finde das gut und deswegen fand ich es schön, als ich Nightfall Kingdom Frontier auf dem Android auf dem Handy gefunden habe. Das ist tatsächlich auch eine mobile Variante für die kleine mobile Konsole gibt. Jeden, der solche taktischen Aufbauspiele mag, ist im Prinzip ist es auch so eine Art Tower Defense, könnte man so schon fast sagen. Dem kann ich dieses Spiel hier tatsächlich ans Herz legen. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch da ein schönes Spiel zeigen. Und schaut doch sonst auf meinen Kanal noch nach anderen Spielen, Vorstellungen vorbei. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim anderen Video wiedersehen. In diesem Sinne, habt Spaß und ciao!